Mr. Mike. Jo, hier ist Mr. Mike. Wie der Titel schon sagt, wurde mir gegönnt von einem Abonnenten. Der Hammer. Ich habe absolut keine Ahnung, was da drinnen ist. Also seid gespannt. Seid mit mir zusammengespannt. Ne? Derjenige wollte nichts dafür haben, keine Namenserwähnung, Werbung für sein Zeug oder sonst irgendwas. Nein, nichts. Martin, Grüße gehen raus, vielen Dank geht raus. Es hat auch ein bisschen länger gedauert, bis ich das Video gemacht habe, weil ich ja krank bin. Und ja, jetzt ist es endlich Zeit. Wer fragt schon immer, hey Mike, wie hast du es gefunden? Wie findest du mein Geschenk? Ich so, ja, hey, fuck. Weißt du, das muss aber, dazu muss schon ein Video gemacht werden, weil allein den Support alleine, das ist schon, den Support, was ich so bekomme von euch immer wieder, es ist natürlich alles dabei. Liebe, Hass, alles. Das muss man auch erwähnen. Es ist ja nicht so, dass dich jeder nur mag oder feiert oder sonst was. Nein, Mann. Es gibt immer eine Schattenseite, aber die Liebe überwiegt. Das ist so. Was auch cool ist vor allem, jetzt hier mal noch eine kleine Schleichwerbung nebenbei. Kann ich mir gönnen, gell, für meinen Merch, weil hier jemand auch gerade noch von mir eine College-Jacke hier bestellt hat. Ey, mega. Und das ist halt wirklich nice sowas, ne? Wenn Leute kommen und Geld für mein Zeug ausgeben, ne? Für mein Zeug, da stehe ich ja dafür, für die Qualität vor allem. Es kommen sogar Leute zweimal, dreimal, viermal und bestellen immer und immer wieder Sachen, ne? Weil sie von der Qualität einfach begeistert sind. Und das ist einfach was, wofür ich einfach hundertprozentig stehe, für die Qualität, Mann. Die ist mir so wichtig und deshalb sind die Preise auch so, wie sie sind. Da werde ich nichts machen, da kann ich so auch nichts machen. Reich werde ich damit hundertprozentig nicht, auf gar keinen Fall. Aber für die Qualität ist dieser Preis einfach absolut gerechtfertigt. Und ja, YouTuber haben einfach einen schlechten Ruf für Merchandise, weil es einfach billigste Qualität schlechthin ist. Die lassen das irgendwo produzieren, haben nicht mal wirklich selber irgendwie Einfluss drauf. Natürlich nicht alle. Hey, nicht alle, nicht für Allgemeiner natürlich, aber so allgemein, ne? Die geben irgendjemanden einen Auftrag. So, ihr kennt ja diese ganzen billigen Firmen vielleicht im Internet, wo man seine Sachen bedrucken lassen kann. So Printerest oder wie das ganze Zeug heißt. Ne? Ich möchte jetzt auch nicht so schlecht machen, aber ich hatte schon so viel in den Händen, wo ich mir gedacht habe, ey, was ist das für ein billiger Druck? Verstehst du? Was ist das für eine billige Qualität vom Stoff her? Alles Mögliche. Und da habe ich jetzt einfach auch Jahre investiert, um halt wirklich selber Erfahrungen damit zu machen, was hält lange vom Druck her, was ist eine geile Qualität. Und da habe ich echt, ja, da habe ich Geld investieren müssen, um wirklich die Erfahrung mit sammeln zu können. Und deshalb bin ich jetzt on point. So sieht's aus. Ja, Mann. Also, jetzt zum Wesentlichen. Wir packen aus. Basketballschere natürlich ganz wichtig, ne? Ohne die wird hier nichts mehr aufgemacht. Solltet ihr jemals Video ein Opening sehen mit einer anderen Schere, verflucht mich. Verflucht mich als Lügner. So. Okay. Seid ihr bereit? Okay, warte. Ja. Erstmal ein Brief. So viel Zeit muss sein. Hey Mike, seit vielen Jahren feiere ich dich und deine Videos. Dafür möchte ich mich bedanken und dir eine Kleinigkeit schenken. Ich hoffe, es gefällt dir. Ich würde mich wirklich freuen, wenn du das Paket im Rahmen eines Videos öffnen würdest. An dieser Stelle Grüße an die Community. Bleib so wie du bist. Liebe Grüße, Martin. Ja, Mann, Martin, habe ich dir ja gesagt. Video muss sein natürlich. Immer, wenn mir jemand was schickt. Das ist einfach Pflicht, damit es die anderen sehen. Und ja, Mann, so. Aha, was ist hier? Also hier einmal. Spalding XL. Gut, nice, meine Größe. Spalding natürlich, ne? Wichtigste überhaupt im Bereich Basketball. Wer weiß, wie lange noch. Ein Video danach kommt sogar gleich noch. Mach noch eins über die Konkurrenz. Wilson, gell? Nice, danke. Oh, shit, was ist denn hier? Nice. Was hat er denn da Nettes? Oh, das ist natürlich, es ist was, es ist natürlich mein Shit, gell? Jordan, Alter. Nice, Alter. Fresh, auch XL, nice. Oh, das ist natürlich Jordan, der Jordan-Brand. Was?
Achso, es ist diese Alexa, ja, sorry. ja, Mann, nice, fett. Sehr geil. Sehr, sehr geil. So, und hier noch Basketballkarten. Aha, nice. Wer meine Openings kennt von Panini und so. Nice. Sollen wir die hier mal durchgehen? Oh, sogar bekannte Leute, gell? Lonzo, Lillard, Kevin Love, Gary Harris, Aaron Newsmith, würde ich mal sagen. Bobby Portis, kenne ich noch nicht. Tyler Harrow, Jeff Green. Nice, nice, nice. Wiggins. Von Wiggins hört man auch fast nichts mehr, hä? Sehr untergegangen, der Mann. Oh, Steph Curry, okay. Von wem sind die eigentlich, die Karten? Die sind ja gar nicht von Panini. Was ist das? Don Russ. Kenne ich gar nicht. Kenne die gar nicht. Habe ich schon gesagt, dass ich die gar nicht kenne? Die kenne ich gar nicht. Nice. Lustig. Embiid. Ja, voll bekannte Namen so dabei, gell? JJ Redick. Nice, nice, cool. Komm in meine Sammlung auf jeden Fall. Was ist hier noch? Eine leuchtende? Warte mal. Oh, hier. Gordon Hayward. Nice, mit diesem Lichtereffekt. Das sieht doch nett aus, oder? Disco Party. Nice. Und noch mal eine. Warte. Gehen wir mal im Schnelldurchlauf durch. Nico Mannion. Schade, den habe ich sehr gefeiert. College, High School, die ganzen Mixtapes. Bei den Warriors geht er leider sehr unter. Schade. Nico Mannion, ich habe mir von dem mehr erhofft. Bradley Beal, auch wieder Disco Fieber. Nice. Ja, Steve Adams, geiles Foto. Derrick Rose bei Detroit. Nice, nice. Das ist cool. Das ist so Karten für mich persönlich. Aber ich dachte, hey, Ray Allen, krass. Die ist von Panini, die Karte. Ray Allen, nice. Wenn ich an Ray Allen denke, denke ich auch immer an die Bucks. Das ist so, weil ich halt einfach aus dieser Zeit komme. Der Rosen. Lustige Karten, ne? Don Russ. Aaron Fox. Cool. Ja, ich bin ja kein Kartensammler an sich, der die jetzt irgendwie so sammelt und bunkert, dass er dafür irgendwann mal Kohle haben will. Nee, die kommen einfach so, wie sie jetzt hier sind, in meine Box rein, verstehst du? Schau mir sowas gerne an, immer wieder mal. Schwelge dann in Erinnerungen. Das ist natürlich cool. Sehr schön. Geil. Das ist auch ein bisschen Baller-Mentalität, finde ich, wenn du so Basketballkarten hast, vor allem aus diesen Jahren, wo du mit Basketball am meisten verbracht hast, nur so oder angefangen hast, das ist natürlich ein ganz anderes Feeling, Flashback, weißt du, ich meine, einige werden das bestimmt nachvollziehen können, was ich jetzt hier gesagt habe. So, ja, ey, Martin, vielen Dank, mega, Liebe geht raus, Liebe geht zurück, der Kreislauf des Karmas ist geschlossen. Danke dir. Und ansonsten, Feedback geben, eure Meinung. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Mr. Mike. Yo, 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 Mr. Mike.